Entsteht eigentlich Eigentum? Was legitimiert Eigentum? Wir haben darauf eine Antwort. Arbeit legitimiert Eigentum. Erben legitimiert Eigentum nur begrenzt. Darum wollen wir eine höhere Erbschaftssteuer. Wenn wir sagen, Arbeit legitimiert Eigentum, wollen wir, dass die Menschen, die in den Betrieben arbeiten, auch in den großen Betrieben arbeiten, tatsächlich ein kollektives Eigentum an ihren Betrieben erwerben können. Dass sie beteiligt werden an den Unternehmen und damit aber auch mitentscheiden können, was diese Unternehmen tun. Ich mache mal ein Beispiel. Hätten die Beschäftigten in dem ein oder anderen Industrieunternehmen mitentscheiden dürfen, was mit ihren Unternehmen passiert, hätten wir nicht den Fakt, dass mit dem Geld, das in diesen Unternehmen erwirtschaftet wurde, spekuliert worden wäre, sondern wir hätten die Chance gehabt, dieses Geld, das dort erwirtschaftet worden ist, für Arbeitsplätze zum Beispiel auch in der Bundesrepublik Deutschland wieder zu verwenden. Ich denke, dass die Mitarbeiter oft verantwortungsvoller mit ihren Unternehmen umgehen als die Eigentümer.